Wir machen lustig mit der Kombinatorik weiter. Und ich glaube, unser letztes Beispiel war ein Gummibärchen. Darum habe ich jetzt gleich nochmal ein passendes Beispiel in dieselbe Richtung. Entsinnen Sie sich mal, wie Ihr letzter Kindergeburtstag war. Also es war eigentlich immer so, wenn ich mich an die Zeit erinnere, als unsere Tochter noch klein war, dass es am Ende irgendwas gab, was man mitnehmen konnte. Oder vielleicht war es ja Halloween, so vielleicht sind sie ja Halloween nochmal rumgegangen, verkleidet. Worum es hier gehen soll, ist, dass also am Ende des Kindergeburtstags die Gastgeberin oder der Gastgeber den Kindern einen großen Korb hinhält und da darf man sich was rausnehmen. Und sie haben Glück gehabt, sie sind als Erster dran, dürfen sich was aus dem Korb rausnehmen. Und da liegen lauter verschiedene Sachen in dem Korb drin. Snickers, Mars, eine Tüte mit Gummibärchen, was immer Sie sich vorstellen wollen. Sagen wir mal, damit es nicht so viel wird, liegen in diesem Korb 7 verschiedene Sachen drin. Also hier liegen 7 verschiedene Sachen drin. Und Sie dürfen sich 3 Dinge rausnehmen, welche Sie immer wollen von diesen 7, aber halt nur 3. Da Sie ja interessiert sind an Kombinatorik, ist Ihr größtes Problem gar nicht, was nehme ich nun, sondern Sie überlegen sich, wie viele Möglichkeiten hätte ich denn, mir 3 von diesen Dingen auszuwählen. Und das würde ich jetzt von Ihnen gerne wissen. Wie würden Sie denn da rangehen? Also die Überlegung ist, wenn ich jetzt zum Beispiel rausnehme einen Snickers, einen Mars und eine Tüte Gummibärchen, ist natürlich was anderes, als wenn ich mir rausnehme einen Snickers, einen Mars und eine Tüte Marshmallows. Aber wenn ich mir rausnehme einen Snickers, einen Mars und eine Tüte Gummibärchen in dieser Reihenfolge und stattdessen rausgenommen hätte eine Tüte Gummibärchen, Mars und Snickers, dann wäre das am Ende dasselbe gewesen. Ne? Also es kommt nicht auf die Reihenfolge an, in der ich das rausnehme, sondern wichtig ist nur, was ich nachher habe, diese 3 Sachen. Es sind 7 verschiedene Sachen drin. Ich habe 3, die ich rausnehmen darf. Wie viele Möglichkeiten habe ich, 3 auszuwählen? Also damit ich nicht immer Schleichwerbung machen muss für irgendwelche Süßigkeitenhersteller, sagen wir mal, die 7 verschiedenen Dinge sind die Zahlen 1 bis 7. Ist dann zwar nicht mehr so richtig kindergeburtstagsmäßig, aber vielleicht so ein bisschen wie Sesamstraße oder so. Sie dürfen sich von diesen 7 Zahlen 3 rausnehmen. Zum Beispiel könnten Sie sagen, ich nehme mir die 2, die 4 und die 6, weil Sie besonders gern gerade Zahlen mögen. Oder Sie könnten sich zum Beispiel rausnehmen die 5, die 6 und die 7, weil Sie besonders gern große Zahlen mögen. Oder. Ja. 7 Fakultät. Das wäre die Möglichkeit, diese 7 Zahlen zu sortieren. Auf wie viele verschiedene Arten kann ich die 7 Zahlen sortieren, was wir letztes Mal gemacht haben. Aber das ist nicht die Antwort, die wir hier bekommen werden. Ja. Ich habe Sie sogar verstanden. Also ich kann einfach nur 3 Dinge nehmen. Und wahrscheinlich, wir wollen jetzt die Wahrscheinlichkeit haben? Über Wahrscheinlichkeit reden wir gar nicht. Okay. Wir wollen wissen, wie viele Möglichkeiten es gibt. Das braucht man natürlich dann später für die Wahrscheinlichkeitsrechnung, aber wir wollen erstmal nur wissen, wie viele Möglichkeiten es gibt, 3 Dinge auszuwählen. Das sind 3 über 7. 3 mal 7? 3 über 7. Sie wollen auf Binomialkoeffizienten hinaus. Das ist fast richtig, aber die Antwort wäre dann 7 über 3. Aber ich würde eigentlich lieber von Ihnen wissen, warum das so ist. Können Sie mir das auch sagen? Ja. Nee. Ja? Ich hätte gedacht, das ist das, was wir letztens gesagt haben, 7 Fakultät durch 3 Fakultät. Auch nicht ganz. 7 mal 6 mal 5? Schon besser, aber auch nicht ganz. Aber wie, vielleicht setzen wir an der Stelle mal an. Wir wollten ja systematisch rangehen. Wie sind Sie denn auf 7 mal 6 mal 5 gekommen? Naja, wenn ich eine Sache rausnehme, dann sind noch 6 andere drin. Okay, also Sie nehmen eine Sache raus. Dafür gibt es 7 Möglichkeiten. Ja, genau. Gut. Also wir nehmen die erste Sache aus dem Korb raus, weil in dem Korb 7 verschiedene Sachen drin sind, gibt es 7 Möglichkeiten, eine Sache rauszunehmen. 7 Möglichkeiten. So, und jetzt weiter. Ja, dann sind noch 6 drin. Dann nehme ich ja die nächste Sache, dann habe ich wieder 6 Möglichkeiten dafür. Genau. Lassen Sie mich an der Stelle kurz einhaken, um das nochmal klar zu machen. Sie haben, nehmen wir mal die Zahlen. Sie haben 7 Möglichkeiten, die erste Zahl rauszunehmen. Das hätte 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7 sein können. Nehmen wir mal an, Sie haben die 3 rausgenommen. Dann sind noch 6 Zahlen drin. Das heißt, die zweite Zahl, die Sie rausnehmen, für die haben Sie jetzt nicht mehr 7 Möglichkeiten. Sie haben nur noch 6 zur Auswahl. Die nehmen Sie raus.
Jetzt sagen Sie logischerweise, jetzt habe ich zwei rausgenommen, sind noch fünf drin. Also habe ich fünf Möglichkeiten für die dritte Sache, die ich rausnehme. Dann müsste das doch 7 mal 6 mal 5 sein. Ich behaupte aber, das ist ein guter Ansatz, aber das sind die Zahl, die da rauskommt, ist zu groß. Wo ist der Haken in der Sache? Ja? Dass jetzt eben die Reihenfolge eine Rolle spielen würde. Genau. Sie könnten zum Beispiel Folgendes gemacht haben. Sie haben bei den sieben Möglichkeiten, was rauszuziehen, haben Sie die 1, ist eine von Ihren sieben Möglichkeiten. Ne? Dann haben Sie noch 6, die da drin liegen. Als zweites nehmen Sie raus die 3. Und dann haben Sie noch 5 Möglichkeiten, dann nehmen Sie die 4 raus. Das wäre eine Möglichkeit. Sie hätten aber auch als erstes die 4 rausnehmen können und dann die 3 und dann die 1. Wenn Sie so rechnen, dann haben Sie das als zwei verschiedene Kombinationen gerechnet, die aber gleich sind. Das heißt, Ihr Ansatz ist schon gut. Wir müssen jetzt nur die Reihenfolge rausrechnen. Wie machen wir das? Also wir müssen uns jetzt fragen, und das müssen wir auch wieder systematisch angehen, wie haben wir Sachen doppelt gezählt? Wie oft haben wir Sachen doppelt gezählt? Also fangen wir doch mal ganz konkret an. Diese 1, 3, 4 hier. Auf wie viele verschiedene Arten kann ich 1, 3, 4 rausnehmen? Und zwar so, dass es ist ja eigentlich immer dasselbe, aber auf wie viele verschiedene Reihenfolgen hätte ich diese drei Zahlen aus der Tüte nehmen können? Das wissen Sie aber eigentlich. 6. Und zwar weil das? 3 Fakultäten. Genau. Es gibt 3 Fakultäten, viele Möglichkeiten, 1, 3 und 4 rauszunehmen. Wie viele Möglichkeiten gibt es, 1, 2 und 4 rauszunehmen? Auch 3 Fakultäten. Ne? Wie viele Möglichkeiten gibt es, 5, 6, 7 rauszunehmen? Auch 3 Fakultäten. Das heißt, wir haben 7 mal 6 mal 5 Möglichkeiten, was rauszunehmen, aber bei diesem Riesenhaufen von Zahlen, den wir da rausbekommen, haben wir jede von diesen Möglichkeiten 3 Fakultäten mal gezählt, nämlich in allen Möglichkeiten sie umzusortieren. Das heißt, wir müssen, um das wieder in Ordnung zu bringen, einfach durch 3 Fakultäten teilen. Das Ganze durch 3 mal 2 mal 1. Das ist das, was rauskommt. Und das, was Sie schon sagten, das ist das, was man 7 über 3 nennt. Kommen wir aber noch zu. Also erstmal ist die Idee, wir haben hier oben systematisch gezählt, wie man Sachen rausnehmen kann, aber bei diesem systematisch Zählen haben wir die Reihenfolge beachtet. Die Reihenfolge wollten wir aber nicht beachten, darum müssen wir die Reihenfolge wieder rausrechnen. Das machen wir unterhalb, also im Nenner, indem wir sagen, wir haben jedes von diesen Dingen, die wir rausgenommen haben, insgesamt 6 Mal gezählt und das muss wieder raus. Ja? Und jetzt können wir halt, jetzt ist glaube ich hoffentlich klar, wie man dann rechnen würde bei anderen Zahlen. Also nehmen wir mal ein ganz ähnliches Beispiel und sagen, wir hätten so einen Korb gehabt und da wären nicht 7 Dinge drin gewesen, sondern zum Beispiel 11 Dinge sind da drin. Natürlich auch wieder alle verschieden. Und wir dürfen zum Beispiel 5 rausnehmen. 11 Dinge, 5 rausnehmen. Dann können wir genauso systematisch vorgehen wie eben. Wir haben 11 Möglichkeiten, die erste Sache rauszunehmen. Wir haben 10 Möglichkeiten, die zweite Sache rauszunehmen. 9 für die dritte, 8 für die vierte und 5 für die fünfte. Das heißt, also systematisch, ich fange mit der größten Zahl an und schreibe dahinter als Faktoren so lange immer eine kleinere Zahl, bis ich die Anzahl von Dingen, die ich rausnehmen darf, habe. Da stehen also jetzt 5 Zahlen. Danke. Das kommt davon, wenn man gleichzeitig schreibt und redet. Das sind die Möglichkeiten, 5 Dinge da rauszunehmen aus dem Korb. Aber jetzt habe ich wieder ganz viele Sachen doppelt gerechnet. Und jetzt muss ich mir überlegen, wenn ich so eine 5er-Menge von Dingen habe, auf wie viele Arten und Weisen kann ich die umsortieren, sodass ich jedes Mal eigentlich das Gleiche wieder rausbekomme. Das haben wir letztes Mal beantwortet, Permutationen. Das ist 5 Fakultät, also muss ich jetzt hier durch 5 mal 4 mal 3 mal 2 mal 1 teilen. Sie sehen also, das ist eigentlich eine ganz einfache Sache. Oben und unten müssen immer gleich viele Zahlen stehen, nämlich so viele Zahlen, wie ich rausnehmen kann. Im Zähler rechne ich von oben runter. Oben heißt Anzahl der Dinge, die da sind. Und im Nenner rechne ich von 1 hoch. Ganz simpel. Das ist die Zahl, die da rauskommt. Wir können ja mal wirklich mal ausrechnen, was da rauskommt. Damit wir mal ein Gefühl dafür bekommen, ob diese Zahlen groß oder klein sind. Hier kann man ein bisschen kürzen.
hier steht 6, hier steht 3 mal 2, das kürzt sich weg, kommt 35 raus. Also bei unserem Kindergeburtstagsbeispiel hätten Sie 35 Möglichkeiten, drei Sachen rauszunehmen. Hier müssen wir ein bisschen mehr rechnen. Hier können wir die 3 gegen das hier wegkürzen, haben wir 3. 4 und 2 ergibt zusammen die 8, die wir hier wegkürzen können. Und die 5 steckt in der 10 drin, da kommt hier oben 2 raus, sodass wir hier jetzt haben, 2 mal 3 mal 7 ist 42 übrigens und 42 mal 11 ist 462 müsste das sein, ne? Da gibt es also schon 462 Möglichkeiten, sich von 11 Dingen 5 auszusuchen. Was das genau dann bedeutet, wie groß diese Zahlen werden, wie die sich verhalten, das werden wir alles noch sehen. Aber hier an dieser Stelle sollten wir erstmal lernen, wie das prinzipiell geht. Ich schreibe das nochmal auf, steht aber auch im Skript. Es gibt, ja, wie muss ich das jetzt schreiben? N mal n minus 1 mal n minus 2 mal und so weiter mal n minus k plus 1 geteilt durch 1 mal 2 mal 3 mal und so weiter mal k Möglichkeiten. Von n verschiedenen Objekten k auszuwählen, wenn die Reihenfolge keine Rolle spielt. Dass die Reihenfolge keine Rolle spielt, ist ja genau der Grund, warum es diesen Nenner hier gibt. Durch das hier unten haben wir ja nur noch deswegen geteilt, weil wir die Reihenfolge wieder rausrechnen wollten. Ne? Der Fachbegriff dafür ist übrigens Kombinationen. In der letzten Woche haben wir uns mit Permutationen beschäftigt. Dies hier nennt man Kombinationen. Also wie viele Dreierpakete können Sie kombinieren aus dieser Siebener-Auswahl? Daher kommt das Wort Kombinationen. Und wie schon angekündigt, diesem Term hier oben werden wir noch einen Namen geben. Das schieben wir aber erst noch mal kurz auf. Und vielleicht sollten Sie zuerst mal dieses gerade erworbene Wissen anwenden. Hier noch mal, das Entscheidende ist, dass oben und unten gleich viele Zahlen stehen. Hier stehen die Zahlen von 1 bis k und hier stehen auch k-Zahlen oben, runtergerechnet von n bis n minus k plus 1. Dieses plus 1 muss ich hier haben, weil hier quasi steht n minus 0, n minus 1 und so weiter, und dann wird hier einer weniger abgezogen. Stehen also oben und unten jeweils gleich viele Zahlen. Die Frage für Sie ist, wie viele verschiedene Zahlen lassen sich als Produkt zweier verschiedener Primzahlen, die kleiner als 20 sind, darstellen? Vielleicht sollte ich noch mal kurz erklären, wie das gemeint ist. Das hier wäre zum Beispiel so eine Zahl. 3 mal 7 ist 21, weil 3 und 7 Primzahlen sind und die sind beide kleiner als 20. Das stand hier in der Aufgabenstellung. Da kommt raus, 3 mal 7 ist 21 und 7 mal 3 ist auch 21. Das heißt, das wissen wir ja natürlich, bei der Multiplikation spielt die Reihenfolge keine Rolle. Ja? Was Sie vielleicht noch nicht wissen, eigentlich sollten Sie das wissen, aber dann, ich sage es Ihnen vorsichtshalber nochmal, wenn Sie sich zwei andere Primzahlen nehmen, zum Beispiel statt 3 und 7 nehmen Sie 2 und 11, dann kommt als Produkt garantiert eine andere Zahl raus. Also jede Zahl lässt sich, das müssten Sie eigentlich in der Schule gelernt haben, eindeutig in Primfaktoren zerlegen, sodass Sie sich jetzt also keine Sorgen machen müssen darüber, dass man vielleicht zwei unterschiedliche Paare auswählt und dann dieselbe Zahl rausbekommt. So ist die Frage nicht gemeint. Also Sie können die Frage auch einfach so verstehen, wie viele Produkte von zwei verschiedenen Primzahlen gibt es oder wie viele Zweiermengen von Primzahlen gibt es. Und ich will Ihnen sogar noch ein bisschen helfen und Ihnen vorsichtshalber die Primzahlen, die kleiner als 20 sind, nochmal hinschreiben,
2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, wenn ich keine vergessen habe. Das sind die Primzahlen, die kleiner als 20 sind. Die richtige Antwort wäre 28 gewesen. Das ist ja auch ganz gut ausgefallen. Gucken wir uns vielleicht trotzdem nochmal gemeinsam an, wieso gerade 28. Also dies hier unten sind 8 Primzahlen. Das heißt, bei unserem Kindergeburtstagsbeispiel wäre es jetzt so, dass Sie einen Korb haben, in dem 8 Süßigkeiten drin sind und Sie dürfen sich zwei von den Süßigkeiten auswählen. Und dann würden wir genau das machen, was wir eben gemacht haben. Wir würden sagen, ich habe 8 Möglichkeiten, die erste Zahl auszuwählen und 7 Möglichkeiten, die zweite auszuwählen. Also eigentlich habe ich 7 mal 8, 56 Möglichkeiten, aber ich habe dann ja immer doppelt gezählt. Ich habe zum Beispiel erst eine 2 genommen, dann eine 5, ergibt die Zahl 10. Ich hätte aber auch erst eine 5 und dann eine 2 nehmen können, ergibt auch die Zahl 10. Diese Möglichkeiten muss ich wieder rausrechnen, indem ich in diesem Fall durch 2 mal 1 teile. Und dann kommt raus 56 durch 2, also 28 Möglichkeiten muss es geben.